So gewisse Privatsphäre, wenn man ein bisschen mehr hätte, wäre natürlich sehr von Vorteil. Eben, da ist jetzt eher noch ein einigermaßen gutes Zimmer, da ich eigentlich unten dran ein Einzelzimmer habe und oben dran einfach ein Kamerad, wie so eine Galerie eigentlich drin habe. Aber es gibt dann natürlich auch so Zimmer, die wir haben, dass man das zweite auf einem Stock ist. Und dann ja, hat man eigentlich praktisch gar keine Privatsphäre und dann kommt man sich da irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen die Haare oder so, kann auch natürlich mal geben, einen schlechten Tag gewünscht. Und dann will man sich dann auch mal ein bisschen zurückziehen, auch von den ganzen Touristen und allem, dass man mal ein bisschen seinen Rückzugsort hat. Und dann wäre natürlich das Einzelzimmer schon gäbig. Also ja, in dem Zimmer da unten dran, man merkt es halt recht bei diesen Fenstern, dass die sind sehr alt und auch, es hat zum Teil noch Risse drin in den Fenstern. Und ja, eben ein Glasfenster ist heute auch nicht mehr gerade so auf dem richtigen Stand, was sollte sein. Und der ist im Winter zu Rom natürlich auch kalt, mit dieser ganzen Feuchtigkeit und dem Wind. Und ja, dann hat man in den Zimmern drinnen auch etwa mal kalt. Ja. Also ich sage jetzt, kasernenmässig sonst sind wir eigentlich recht gut ausgerüstet. Eben ist halt alles recht veraltet. Und man sieht halt auch diverse Gebrauchsspuren, die es auch hier in der Wand zum Beispiel überall hat. Das ist halt recht eine alte Kaserne bis jetzt halt. Da sind überall Flecken an der Wand. Hier wären wir jetzt in unserer Waffenkammer, die sogenannte Armerie. Die meisten kommen noch aus dem Weltkrieg, den man dazumal noch angeschaffen hat. Grundsätzlich ist die Garden an sich schon Familie. Und dann ist es natürlich schön, wenn auch die Gardisten, die jetzt halt zwangsmässig draußen sein müssen, weil wir zu wenig Wohnungen haben, dass die auch könnten natürlich bei uns in die Kaserne kommen. Das heisst, dass man in der neuen Kaserne, dass man dort halt mehr Wohnungen für die Gardisten hat. Vor allem eben für solche, die eine Familie haben, dass die auch im Vatikan selber drin wohnen können. Und nicht mehr auf Rom aus oder einfach sonst außerhalb der Kaserne leben. Also da haben wir jetzt noch zu wenig Gedanken darum gemacht, ob ich jetzt später in der Garde selber eine Familie haben würde oder nicht. Aber ja, eben zuerst mal schauen, wie das weitergeht nach diesen 2 Jahren.